Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon Blattgrün und sonst was. Wenn du aus einem PC eine Pokémon-Box willst, wechsel einfach in eine andere Box. Wir haben wieder jede Menge Trainerkämpfe vor uns. Natürlich, hey, wer bist du? Warum schaust du mich so fasziniert an? Nein, die kleinen Mädchen fühlen sich immer beobachtet. Woran liegt das? Vielleicht, weil sie so knappe Röcke anhaben und Rachel, so komisch zu dir rüber gucken. Die ist 10 Jahre alt und hat schon Brüste. Und sie hat ein Pupitar. Ja. Wir sehen irgendwie viele Pupitas, kann das sein? Ja, also das ist ja, glaube ich, das zweite, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder hatten wir vorhin schon einen? Wir hatten schon einen Pupita, das da war, und dann einmal in einem Run, wo Bummels gegen Dingsy getötet. Upsa. Ja, genau. Ja, genau. Ein Kokuna. Okay, dann. Ja, dann machen wir den guten Alonso. Oh, Alonso darf auch mal wieder in die Schlacht ziehen. Das ist schön. Natürlich. Nun, dann entfache das Feuer, Alonso. Naja, den Sandstamm, aber hey. Ein Kokuna. Lele. Ja, das ist wenigstens ein Pokémon, was man tatsächlich noch hier treffen kann. Also im normalen Spiel. So. Was ist seine Weiterentwicklung? Bibor. Ist das ein Schmetterling? Das ist ein riesiges Bienchen. Oh, okay. Ein riesiges Bienchen. Kommt da was? Nee, oh. Bleib immer nett, mach ich. Ich bin ja kein Pädophiler. Vermeide Kämpfe, indem du Trainer aus dem Weg gehst. Aber ich will ja gegen Trainer kämpfen. Jetzt genau. Kommst du, mein Freund. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Ja. Okay, mal sehen, was er für neue Pokémon hat. Voll die Pokémons quälen. Zwei. Herr Jacqueline, ist es schon wieder. Wie heißt denn Jacqueline? Ist schon wieder dritte. Ulnona. Oh, das ist ein Ulnona, cool. Aber es ist ein Feuer-Pokémon, deswegen sollten wir aufpassen. Ja, she's girl. Es hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schwänze. Wahrscheinlich noch 9, mehr, die man nicht sehen kann. Das sind 9 Schwänze. Okay. Das sind 9 Schwänze. Ich Bodyguard bis jetzt, ist gut. Bitte stirb. Doch nicht. Oh Mann, wie so Konfusstrahl. Oh Mann. Ja. Einstein wurde verwirrt. Will ich das wechseln oder vertraue ich? Ich vertraue auf dich. Komm, Einstein. Du hast 4 Gehirne. Fick dich. Bam, richtig. Oh, scheiße. Auf die Fresse. Oh, bam, noch härter auf die Fresse. Na, okay, du solltest wechseln. Du solltest. Jetzt ist wechseln soll. Hm, eventuell. Aber hey, es hätte noch 2 Glut ausgehalten. Also. Natsumeril, okay. Okay. Natsumeril ist wunderschönes Wasser-Pokémon, passt perfekt für Alonso. Praktisch, wenn man sowas weiß, nicht wahr, Daniel? Ja, das ist wirklich praktisch, wenn man sowas weiß, verdammt nochmal. Ich könnte erstmal mit den Namen überhaupt nichts anfangen, grundsätzlich. Sieht süß aus, ich mag es. Das sieht aus wie ein Hase. Das sieht aus wie ein Schoko-Ei mit Hasen noch. Ja, wie so ein Ü-Ei irgendwie. Gib mir deine Energie. Oh ja, saug ihm die Energie aus. Wow. Alonso, du machst wenig Schaden, ehrlich. Ja, okay, aber Absorber macht einfach wenig Schaden. Ich wette, wenn er was anderes noch könnte, was irgendwie. Vielleicht liegt's auch am Bodyguard? Ich weiß nicht. Na komm, Alonso, du hast gegen andere Pokémon so gut gekämpft und jetzt sollst du gegen deine Zumeldo verlieren. Na, ja. Verlieren wird er nicht. Ich weiß, dass er nicht verlieren wird, aber er macht so wenig Schaden. Ja. Ja, macht meh. Obwohl es sehr effektiv ist. Na okay, jetzt, also man muss sagen, wenn Pflanzen-Pokémon-Attacken einsetzen, dann ist das, ist die Kampfkraft etwas größer. Da aber Alonso ein Käferflugtyp ist und zwar eine Pflanzenattacke beherrscht, ist es zwar nicht so, also es hat nicht sein volles Potenzial, es kann nicht sein volles Potenzial entfalten. Naja. Ach Gott, nee. Ich weiß nicht, ob das für ältere Generationen zutrifft, aber auf jeden Fall ist es neue Generationen so. Aber ich denke auch schon, dass es hier so ist. Keine Ahnung, das wusste ich aber als Kind nicht demnach. Ja. Ich kann es dir leider nicht verraten. Ja, ich weiß. Aber ich muss sagen, dass dieser Kampf hier wirklich, wirklich eine Folter ist, zu sehen, wie das arme Azumarill versucht, sich über Wasser zu halten, aber du es langsam ausgesaugt hast. Ja, yeah. Mit dem langen Rüssel, den Alonso hat. Ja, das hast du jetzt gesagt. Lass Alonso's langen Rüssel. Das ist eine Pokémon. Vielleicht, ich werde einen Part Jacqueline nennen, wahrscheinlich. Du hast mich besiegt, oh nein! Okay, wie viel? Jetzt zu dem Typ.
Warte mal, wir wollen mal sehen. Ich glaube, hier wird mal Zeit, einen Trank zu verwenden. Ja, oder? Ja, einen Trank? Ich werde jetzt auch einfach zurückrennen können. Ja, ich bin jetzt zu faul. Yeah. Wow. Friss. Echt, wow. Mitsamt Flasche. Friss. Also du bist ja jetzt wirklich nicht weit weg von dem Scheiß. Ich weiß, egal. Hey, so scheißegal. Hey, du. Ich hab meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Du bist der Übeltäter, der gesagt hat. Wow. Aber das ist doch ein Mädchen gewesen. Ja, richtig. Aber er ist auch ein Mädchen. Ja, das Schulmädchen cool. Ist gone. Oh. Du Dämon. Du hast das letzte Mal Todsünde getötet. Ich erinnere mich an dich. Und du bist. Und du bist ein Feuer-Pokémon, das gefällt mir nicht. Lass ihn. Oh nein. Ein fucking Volltreffer. Mach ihn weg! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Er kriegt erstmal seine Siedelbeere. Oh Gott. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Wenn wir ihn wegmachen, also Dingsy, Alonso hat keine Chance gegen Hundemon. Oh Gott. Hast du noch einen Trank? Ah ne, darfst du ja nicht benutzen. Ich darf ja nicht benutzen während dem Kampf, richtig. Ich hoffe einfach mal, dass er kein... Ich weiß nicht, ob er uns damit töten kann. Alter. Das... Ich will diesen Scheiß nicht verlieren! Ah ja, ich darf ja nicht verwenden, Manu. Okay, ich könnte jetzt einen auf Bodycheck machen und hoffen, dass er ihn tötet, aber... Der muss aber auch einen Volltreffer landen, der Scheißhund. Was meinst du, Daniel? Was sollen wir tun? Austauschen oder? Tausch ihn erstmal aus. Na dann, ich höre auf dich. Oh Gott, das wird so knapp. Dann schwäche ihn etwas mit Alonso. Ja, wir haben zum Glück noch einen Sandsturm. Hey, Alonso kann immerhin noch ein bisschen was. Okay, er macht Silberblick. Erstmal gut. Ich hoffe nur, dass er Alonso nicht mit einem Schlag töten kann, das wäre nämlich bitter. Das könnte er tun, weil er hat gerade mal einen Level-Unterschied und Hundemon ist relativ stark. Aber er macht bis jetzt nur Silberblick, das ist sehr gut. Ja gut, er wartet nur darauf, deine Verteidigung so weit zu senken, dass er nicht mit einem Schlag töten kann. Glut ist ein Spezialangriff, demnach macht er keinen sonderlichen Schaden. Also er kann meine Verteidigung so weit senken, wie er will, meine Spezialverteidigung ist nicht gesunken. Okay. Bitte, perfekt, wir haben ihn getötet. Okay, kein Grund zur Panik. Er ist tot. Puh, okay. War doch eine gute Idee, Alonso einzusetzen. War gut. Der hat ihm ordentlich zugesetzt mit Windstift. Es wird richtig spannend hier. Ui. Geil. Oh, meine Güte. Also, Einstein ist ja schon ein super Monster, aber. Oh, Scott, du. Nein, verloren. Ja, du kleiner Wichser. Du dreckiges Mädchen, du. Dreckiges Mädchen. Dreckiges Schulmädchen. Du kannst machen, was der große Bruder verlangt. Du bist ein Mädchen. Du weißt was, Scott, aber du bist ein Mädchen. Und dein Bruder ist auch ein Mädchen, verdammt. Ihr seid beide Schulmädchen. Das ist eben dieses große Problem, das wir haben. Eben Dingsy. Feuer-Pokémon. Die sind ein großes Problem für sowohl unsere Einstellung noch anderen. So. Wie lange dauert es denn noch, bis wir die nächste Chance bekommen auf ein neues Pokémon? Wir werden gleich in eine Höhle kommen. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir haben genug Pokebälle dabei. Moment, ich gehe nochmal hier runter. Okay. Ich werde nochmal hier mit den Trainern hier sprechen. Habe ich schon mit denen gesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Weil eigentlich, wir haben ja von Rocco, beziehungsweise von Jacqueline, die Erlaubnis erhalten, dass wir jetzt einfach mal Blitz verwenden können außerhalb eines Kampfes. Aber wir haben noch nicht die VM-Blitz. Deswegen gucke ich mich noch ein bisschen um hier. Hier war ich auch schon drin. Dann werde ich reden noch mit jedem. Warst du schon im Museum? Nein. Ja, war ich schon. Oh, jetzt zeigt er dir das Museum. Ich will das Museum nicht sehen, ich war da schon. Ja, warst du schon im Museum? Das ist gleich da drüben. Du musst nur 50 Eintritt bezahlen für nichts. Für nichts? Schau dich an. Ja, da ist nicht mal ein Item drin, das ist lächerlich. Also, ich glaube, hier oben, aber wir haben noch keinen Zerschneider, demnach können wir hier nicht ran. Naja, dann gehen wir halt woanders hin. Vielleicht finden wir auch, vielleicht irgendwo beim Mondberg. Ach, wir werden sehen. Moon! Goodbye, Moonman. Oh ne, da ist die 40 hier. Weil die will gegen uns kämpfen, wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Ah, okay. Ah ja, hier dürfen wir auch wieder fangen. Demnach.
Ah, Wo sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Nö. Oh Gott, warum fühlen die sich immer so wegen ihren kurzen Röcken? Die sind 10 Jahre alt. Ja, das ist echt. Oh, die hat einen Mülltank. Süß. Wow, okay, das Vieh sieht irgendwie echt lächerlich aus, sorry. Ja, ist okay. Wie kann man eine Kuh zu einem Pokémon machen? Ja, wie kann man. Das kann es auch gibt auch normale Schlangen. Also wie Rettern. Und das ist einfach. Und Rettern ist so, ist. Wie soll ich sagen? Ist so kreativ, weil buchstabier mal Rettern rückwärts. Natte. Richtig. Und jetzt versuch's mal mit Arbok. Cobra. Richtig. Das ist so richtig wow. Kreativ. Das ist. Okay. Alles klar, ich verstehe schon. Bleib mir fern. Bleib mir fern, du willst mich doch nur antreten. Der Bruder Chili liegt am Fuße des Mondberges. Okay, hier dürfen wir wieder Pokémon fangen. Haben wir Pokébälle? Haben wir Pokébälle mal sehen? Zwei Stück. Zwei Stück, das ist lächerlich. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 3182. Hol dir Pokébälle. Auf zum Pokéball Center Ding. Pokéball Center, genau. Pokéball Center Ding. Auf zum Supermarkt. Zum Supermarkt. Neben den Bananen direkt sind die Pokebälle. Natürlich. Was kann man hier so kaufen? Wow, jede Menge Pokémon-Gegenstände. Wow. Lebensmittel gibt's hier in der Welt gar nicht mehr. Die kaufen nur noch Zeug für ihre Pokémon. Total besessen von der Scheiße. Warte, wir haben zwei, demnach kaufen wir mal so. Sechs. Wieso sechs? Okay, dann haben wir acht. Obwohl, acht. Ja, von mir aus. Ja, geil. Ja, geil. Ein Aufwecker könnte nicht schlecht sein. Ja, zur Sicherheit mal. Nehmen wir mal so drei Stück. Oh ja, mal so drei Stück. Ja, und ein Fluchtseil. Warte mal, aber wir dürfen das Zeug doch gar nicht im Kampf benutzen. Ja, im Kampf nicht, aber außerhalb des Kampfes. Und falls mal unser Pokémon eingeschläfert werden sollte und wir kein Pokémon-Center zur Verfügung haben, dann wäre es doch praktisch, wenn wir einen Aufwecker dabei haben. Na gut. Weil ja die Statuseffekte auch nach dem Kampf noch da sind. You are the boss. Ja, sag ich dir. Mal sehen, was wir haben. Neues Glück. Cool, ein Feuer-Pokémon. Vulcano. Das ist ein weibliches, na toll. Ist ein bisschen nutzlos. Sie. Ach, sie. Ich weiß wie. Ich mache einfach Alonso und der macht einfach seine Pflanzenattacke gegen Vulcano und das sollte ihn. Ja, ist egal, wie nutzlos die oder das ist. Wir fangen es. Wir versuchen es zumindest zu fangen. Ja. Wir brauchen. Er macht Brüller. Warte, zählt das jetzt noch? Nein. Ernsthaft? Ja, das ist die Regel. Wenn wir das erste Pokémon nicht fangen, dann ja. Ja, aber er hat uns. Ja, trotzdem. Nein, Daniel. Das ist unsere verpatzte Chance. Unsere verpatzte Chance? Er hat uns doch paralysiert. Er hat uns nicht paralysiert, er hat uns einfach rausgeschmissen aus dem Kampf. Das machen manche Attacken. Ist halt so. So ein Arschloch. Ich weiß. Tut mir leid, ich muss das jetzt so hart sagen. Hey, bist du ein Trainer? Nee. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich, ich weiß. Hier dürfen wir leider auch kein Pokémon, weil es immer noch die gleiche ist. Nee, das zählt ja noch. Route 3 zum Mondberg. Jetzt haben wir Route 4, jetzt dürfen wir neue Pokémon haben. Hey. Wow, okay. Aber das ist ja der Felsorden, du hast den von Rocco bekommen, oder? Rocco ist cool. Also ich meine Jacqueline. Sie ist nicht nur stark, sondern auch beliebt und wirkt respektiert. Ich möchte auch ein Räterleiter wie sie werden. Ein Räterleiter? Ein Räterleiter. Arenaleiter. Hab ich Räterleiter gesagt? Keine Ahnung. Ich habe Räterleiter verstanden. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Hey, du. Oh, da ist ein Pokécenter mitten im Nirgendwo. Ja, stimmt. Aber ich bin in meinen Kernstein gestorben. Mein Stein gestorben, ein Stein-Pokémon. Mal sehen, ob hier irgendwas ist. Ne. Ne. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwas ist, aber das ist nichts tatsächlich. Aha, Holzkohle. Holzkohle. Geil, Pascal wird sich freuen über die Holzkohle. Holzkohle. Weil Holzkohle ist holzig. Na, da ist es. Was macht Holzkohle? Verstärkt Feuerattacken. Können wir einem Gegner geben. Und dann macht er uns kaputt. Voll toll, aber warte ich mal, ich speichere erst mal kurz. Zur Sicherheit. Ich habe keinen Bock, irgendwie wieder auf Escape zu kommen. Ja, ich bin jetzt mal gleich gespannt, ob das nächste Pokémon sich endlich mal fangen lässt. Das Team Rocket theorisiert die Einwohner von Azuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldung über Team Rockets Schandtaten. Oder? Nein, diese Schandmäule.
Wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC abgeben. Nein, wir haben nur zwei, also. Eine Zeitung. Eine Zeitung. Wow. Eine Zeitung, ich kann nicht lesen. Hängen 6 Pokébälle und man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Echt? Hallo, möchtest Hallo, du möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Carpador für läppische 500 Pokémon-Dollar. Okay, wenn uns ein Carpador gibt. Also ich habe hier einen Randomizer drin, demnach gibt es uns kein Carpador, sondern irgendein anderes Pokémon. Er könnte okay. uns jetzt ein richtig gutes Pokémon geben. Aber auch ein richtig beschissenes. Interessiert? Ja, warum nicht? Ein Wucherpreis von 500 Dollar ja, für einen Carpador, ja, ist kein Problem. Möchtest du Knuddeluff? Wir haben einen Knuddeluff! Ja, mein Knuddeluff! Ich darf den Spitznamen aussuchen. Richtig! Jetzt ist normalerweise habe ich immer ein bisschen Zeit mehr. Warte, darfst du? Hast du nicht Alonso schon einen Spitznamen gegeben? Ja, ich habe Alonso einen Spitznamen gegeben, dann hatten wir dieses Faultiervieh und das ist gestorben. Ach stimmt, das habe ich ja Tozi Nummer 2 genannt, genau. Ja, und jetzt bin ich drin. Es ist weiblich. Fluffy. Fluffy, wow. Fluffy Puffy. Passt das hin? Fluffy Puff passt hin. Okay, Fluffy Puff. Okay, Fluffy Puff. Wo ist es da? Ich habe erst überlegt, das Angler zu nennen, aber nee. Nee, bitte nicht. Fluffy Puff. FF. Genau. Yeah. Geil. Fluffy Puff. Jetzt gehört Fluffy Puff zum Team. Aber weißt du was? Es ist nur Level 5. Natürlich. Und was kann es? Mal sehen. Gucken wir mal, was es kann. Paralysiert bei Berührung. Oh, es hat Statik drauf. Das ist schon mal gut. Es kann Gesang, Aussetzer, Einigle und Duplexi. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Ja, Gesang, Schläfer, Dingsi ein. Hat aber eine Genauigkeit von 55%. Dem trifft es nicht immer. Aussetzer genauso, Einigler macht Verteidigung hoch und Duplexieb ist eigentlich gar nicht schlecht. Ist halt eine normale Kampfattacke wahrscheinlich. Gut, dann werden wir es ein bisschen trainieren. Geil. Gut, wir haben Fluffy Puff. Yay, Fluffy Puff sie. Und bald dürfen wir auch noch eins fangen, ne? Ja. Na, richtig. Okay, cool. Das Blöde ist beim Fangen, wir müssen immer wieder trainieren. Und das Trainieren ist immer nervig. Ja, ist halt ein bisschen Grinding, aber pfff, was soll's. Und das ist der Mondberg. Hinein gehen wir. Okay. Ja, hier dürfen wir jetzt wieder eins fangen. Mal schauen. Sei vorsichtig, Zubat ist ein Blutsauger. Mal sehen, ob wir überhaupt einem Zubat begegnen werden. Wahrscheinlich nicht. Aber du bist ein Trainer. Oh. Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Okay. Das bedeutet jetzt, sie will dich heraus. Breeder Dudley. Das ist dein Kerl. Und, Fluffy Puff. Bedroher, Okay, kein Problem. Also Einstein, mach du das. Fluffy Puff. Aber Hauptsache Fluffy Puff war da. Dann kriegt er auch was für den Erfahrungspunkt. Wow, dein Slimer ist ja heftig. Alter, ich hab ja richtig Angst. Es setzt Härtner ein. Ich setz Konfusion ein und es ist Torhot. Wow. Ein Volltreffer. Wow. Das ist sehr effektiv. Ein Volltreffer und noch effektiv, ja. Okay. Luffy Puff erreicht Level 6. Ja, ist klar. Gut gemacht, Luffy Puff. Spieler besiegt Breeder Dudley. Ich hab verloren. Und Dudley, was hast du zu sagen? Gerüchten zufolge soll es hier sehr seltene Fossilien geben. Stimmt ja, wir kriegen ja hier noch ein Fossil. Also wir kriegen auf jeden Fall ein Pokémon hier noch. Also perfekt. Okay. Ja. Aber jetzt kriegen wir auch ein Pokémon. Ja, mal sehen. Vielleicht. Oh, hübsch! Ein Aquana! Das ist perfekt, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir brauchen, Daniel. Los, Fluffy Puff! Verwirre ihn, schläfer ihn ein! Gesang wäre nicht schlecht. Okay, komm, Fluffy Puff, mach Gesang! Oh ne, jetzt hab ich die Genauigkeit auch weiter gesenkt. Okay, komm, Gesang. Fluffy Puff, komm schon! Oh. Mach Gesang! Mach Gesang, Fluffy Puff! Ein einziger Gesang reicht schon aus. Ach komm schon, Fluffy Puff! Okay, die sind. Oh, scheiße. Wow, komm, Fluffy Puff! Ja! Ja, perfekt, komm schon! Okay. Gut gemacht, Fluffy! Und jetzt, fang ihn! Ich probier's einfach mal jetzt mal so. Wir haben ja Gott sei Dank
Pokebälle. Komm schon. Rein mit dir. Okay. Ah, verdammt. Natürlich nicht. Niemand schläft es. Wir machen einen Duplex Sieb und versuchen es gleich nochmal. Okay. Los. Fuck, es ist aufgewacht. Oh Mann, ist das nervig. Senkt unsere Verteidigung, das ist nicht gut. Okay, wenn er noch einmal Schaden macht an Fluffy Puff, dann müssen wir Fluffy Puff mal. Unfall. Ja. Da haben wir getroffen. Ich weiß nicht, ob wir Fluffy Puff noch weiter drin lassen sollen. Ja, komm, mach ihn weg. Na gut. Ich habe Angst, sorry, dass Fluffy Puff, also nö. Machen ihm einfach viel Schaden und hoffen, dass wir ihn dann fangen können. Ich denke, Alonso machen wir. Dann Alonso setzt Windstoß. Nee, ich werde ihn nicht, weil er ist ein Wasser-Pokémon. Aber hey, der Sandsturm könnte was bringen. Mhm. Ich glaube, okay, wir machen das jetzt noch so, wir werden dieses Pokémon noch so mit dem Sandsturm fangen. Mit dem Sandsturm? Mit dem Sandsturm, es wird zwar ein bisschen dauern, aber da hey. Muss er aber eher tanken, dann mit Einstein. Ja, richtig, oder demnach werde ich auch gleich Einstein machen. Okay. Gut, das wird sehr lange dauern. Ja, aber der Part ist... Obwohl, sollen wir... Wir könnten den Part beenden und den dann so offscreen fangen. Zumindest versuchen offscreen zu fangen. Offscreen fangen? Das macht doch gar keinen Sinn bei der Nuzlocke-Challenge. Wenn du auf einmal sagst, ja, wir haben mein Pokémon gefangen. Na, gerade gut. Das ist ja das Wichtigste. Was wollte ich machen? Ach ja, wir sollten tanken, stimmt. Okay, Grimasse. Oh, Attacke von Einstein dreht daneben. Oh nein, nee. Sandwirbel. Oh Mann, das ist doof. Ich weiß, das ist doof. So, hey, das funktioniert so. Sobald er im gelben Bereich ist mit seinen KP, versuchen wir es schon mal mit Empfang. Oh, rechte Hand. Wow, okay, es kann Tackle, Sandwirbel, Rutenschlag und rechte Hand. Es kann keine einzige Wasserattacke. Also es ist so gesehen trotzdem relativ sinnlos. Nicht unbedingt so. Ja, also ich meine, wenn es aufsteigt, lernt es bestimmt eine Wasserattacke irgendwann. Ja, irgendwann, aber... Hauptsache, wir finden ein TM, was eine Wasserattacke hat, und dann passt es. Ja, oder so, oder? Ja? 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 Ja. Ja. Oh, komm schon, du Arsch! Komm, ich hasse das, gell, wenn... Der wackelt dann schon so dreimal, oder so, ja, dann denkst du eigentlich, okay, das ist eigentlich safe. Dann... Ich krieg's nochmal einen Schaden. Komm schon. Komm in meinen Ball. Drück die Daumis. Drück ihn in deinen Ball rein. Also, wenn ich Pokémon trainiere, ich würde einfach den Ball zuhalten. Und sagen, du bleibst da drin. Mal davon abgesehen, frage ich mich sowieso, wie das geht, dass die da so klein komprimiert werden können. Ich weiß es nicht. Es funktioniert einfach. Es ist Technologie. Weil das sind ja wirklich echte Lebewesen, das Fleisch und Blut. Es sind ja keine Diagramme oder so, wie das bei Yu-Gi-Oh! Ist. Es sind ja wirklich echte Viecher. Deren Moleküle werden einfach in so kleinen, was weiß ich, werden komprimiert, werden aufgespalten in ihre Atome und dann werden sie da reingepresst. Mann, ey. Wenn dem so ist, dann werden sie jedes Mal, wenn der Pokéball sich öffnet, also ihre Atome, werden jedes Mal neu zusammengesetzt. Demnach ist es immer wieder ein neues Pokémon, welches rauskommt. Wow. Wow, das ist voll deep, ey. Ist voll deep, ey. Erstmal Weed smoken. Jetzt erstmal ein Joint, Alter. Aquana, bitte sei kein Arschloch und komm zu mir. Oh, komm. Komm, Aquana. Du willst auch bei mir sein. Ich bin ein kuscheliger Freund. Komm. Ja, wir sind deine besten Freunde, Aquana. Wir werden dir auch einen ganz tollen Namen geben, also Claudio. Ach, komm schon. Bitte. Komm, Aquana. Bitte. Warum lässt sich von uns kein Pokémon fangen? Ja, weil wir immer so weiterentwickelte Pokémon haben. Und die sind schwerer zu fangen als normale Pokémon. Na, warte, bis er im roten Bereich ist und dann versuchst mit den restlichen Pokébällen. Oh, komm. Ja! Oh, oh Gott! Ja, wir haben eine Quane. Vergiss nicht, es ist ein Weibchen. Ja, ich werde es auch so nennen. Okay, dieses Pokémon lebt nahe an Gewässern. Seine Schwanzflosse ähnelt der einer Meerjungfrau. Oh, das ist so schön. Wie nenne ich es? Es ist ein Weibchen. Mhm. Es ist ein Weibchen. Wie wirst du es nennen? Wie wird Claudio es nennen? Die Spannung ist kaum auszuhalten. Die ganze Halle bebt. Oh, please. Ja, Jacqueline. Jacqueline, ich bin's, Kevin. Es ist Jacqueline. Und vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Part.
Tschüss.